And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time we talked to this man, who owns this very haystack here, and he is the very obstacle that prevents us from climbing onto this haystack. Verschwinde, du dusseliger Volldepp! Yep. Siehst du nicht, dass die Ladung instabil ist? He won't let us climb onto the haystack, not until we have get rid of him one way or the other. So he mentioned that he very much likes doing woodwork. So I suppose we need to give him something that sparks his interest. Hi, ich bin's wieder. Das sehe ich. Was wollen Sie diesmal? Hätten Sie Verwendung für dieses Handtuch? Wie kommen Sie auf die Idee? Can you use this tool, maybe? Hi, ich bin's wieder. Sagt Ihnen... Was haben Sie mir schon... Actually, I didn't... did I show it to you? Maybe. Okay, I don't know. There's a lock. Selbst als ich mit aller Kraft drücke, hat das keinerlei Effekt. Sie bewegen sich einfach nicht. Ich sollte vielleicht doch mehr Sport treiben. Can we force the lock? No. So last time we also, have stolen this towel. So there's something that we should be able to do with it right now. It seems that there's nothing that we can do here. Let us maybe talk again to McGuire. Hey, McGuire. Was? Aha, there's new dialogue. Bist du sicher, dass Fitzgerald bei der Grabung gearbeitet hat? Wieso? Natürlich hat er das. Würde ich Sie anlügen? Naja, er sagt nein. Ich habe Sie doch erst gestern Nacht zusammen gesehen. Warum hast du mir das nicht früher erzählt? Was haben sie gemacht? Pegram hat Fitzy eine Schachtel gegeben. Sah davon nicht besonders begeistert aus. Hab ich also recht gehabt. Aber wie kann ich ihn überreden, mir das Ding zu geben? Brechen Sie ihm die Flossen! Das könnte ich nie tun. Ich schon. Danke für das Angebot, aber ich versuch doch lieber eine subtilere Methode. Chinesische Wasserfolter? Weißt du, wo ich Fitzgerald finden könnte? Er ist drin. Aber sie werden nichts Vernünftiges aus ihm rauskriegen. Wieso? Ist er betrunken? Schlottert vor Angst wie ein Lämmerschwanz. Total abgefatzte Nerven. Der Typ hat vor seinem eigenen Schatten Angst. Okay, I think we now have established why Fitzgerald is so nervous. Wovor fürchtet sich Fitzgerald denn so? Vor allem und jedem. Dann sollte es ja nicht allzu schwer sein, ihn zum Reden zu bringen. Könnte sein, aber man darf's nicht übertreiben. Versuchen Sie es auf die sanfte Tour. Schmieren Sie ihm Honig ums Maul. We should try that. In der Zeitung habe ich gelesen, dass Pegram einen sagenumwobenen Edelstein gefunden hat. Bingo! Haben in Lochmarn alle drüber geredet. Eine ganze Woche lang. Du hast den Edelstein nicht zufälligerweise gesehen? Scheiße, nein. Ich denke, Pegram ist damit abgehauen. Ich an seiner Stelle, ich würde nach Amsterdam gehen, das Ding zerlegen lassen und dann verkaufen. Der könnte auch wie Rockefeller leben, statt Löcher zu buddeln. Was hältst du davon? Hey, das ist eins von Learys Handtüchern. Der zieht ihn bei lebendigem Leib das Fell über die Ohren. Vor dem alten Großmaul habe ich keine Angst. Außerdem habe ich es ja nur ausgeliehen. Sie sind ganz schön cool drauf, Mister. Für Ihr Alter. Bis später dann. Okay, Mister. Okay. Apparently, Fitzgerald received something from Professor Pegram, and we need to find out what that is. So let us talk to Fitzgerald then. Hello, sir. I think you may have lied to me. Yes, you. I'm talking to you. Hello. Yes. You lied to me. McGuire sagt, er hat sie an der Ausgrabung gesehen. Und noch mehr, er hat gesehen, wie sie mit Pegram geredet haben.
Ich wusste, dass das passieren würde. Ich wusste, dass man mich erwischt. It's okay. Doyle sagte mir, dass sie definitiv bei der Ausgrabung mitgearbeitet haben. Er hat sie dort gesehen. Sie können es also ruhig zugeben. Ich habe aber auch ein Pech. Müssen mich doch ein Krimineller und ein Idiot finden. Ich muss mit Dr. Pegram reden, falls er noch am Leben ist. Meinen Sie damit? Ist er in Gefahr? Yeah, und Sie auch, wenn ich recht habe. Sie sind nicht vom Sozialamt? Großer Gott, nein. Wie kommen Sie denn darauf? Naja, ich habe Arbeitslosengeld bezogen, als ich für Pegram unterwegs war. Darüber habe ich nicht zu urteilen. Das müssen Sie schon mit Ihrem Gewissen selbst ausmachen. Ich will lediglich mit Pegram über den Edelstein reden. Er ist aber nicht hier. Ich weiß, aber er hat Ihnen ein Päckchen dagelassen, stimmt's? He just called us Dimwit, by the way. Also, wo ist Pegram hingegangen? Ich weiß es nicht wirklich. Er ist zu mir gekommen, heute Morgen, ganz früh. Sagte, er würde weggehen. Er sagte, ich soll dieses Päckchen jemandem geben. Heißt Marquet oder so. Zeigen Sie mir, was in dem Päckchen ist. Das kann ich nicht. Warum nicht? Das habe ich dem Professor versprochen. Na und? Sie hatten ja auch keine Skrupel, als Sie sich Ihre Unterstützung erschwindelt haben. Also was kann es schaden, mal einen kleinen Blick in Pegrams Paket zu werfen? Sie kennen diese Leute nicht. Das kann ich nicht. Ich trau mich nicht. I think he has a good point. Yeah, if I were him, I wouldn't open it either. Das ist Ihre letzte Chance, mir das Päckchen zu zeigen, Fitzgerald. Bis jetzt hatte ich viel Geduld mit Ihnen. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir mal Tacheles reden. Aber er wird mich umbringen. Wer? Der Mann aus Paris, Jacques Marquet. Pegram hat mir gesagt, wenn ich ihm das Paket geben würde, ungeöffnet, wäre alles in Butter. Wenn ich Marquet übers Ohr hauen wollte, wäre ich tot. Ich werde mich um diesen Jacques Marquet kümmern. Oh, will you? Geben Sie mir das Paket. He's going to escape. Nein, warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wem ich trauen soll. Yeah. Ich wünschte mir, ich hätte nie etwas von dem Loch Marn Edelstein gehört. Yeah, he's going to escape. Oh. Hey, ich hab grad einen großen roten... Raus hier, Maguire. Komm wieder, wenn du alt genug bist. Was brabbelt der Junge da? Ein großer roter Sportwagen. Sean Fitzgerald ist überfahren worden. Raus hier. Mann, mach die kleine Ratte einen Krach. Vielleicht solltest du einen medizinischen Brandy rausbringen, Michael. Ach ja, und wer bezahlt dafür? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab die Wahrheit über Fitzy erzählt, Mister. Okay, immer mit der Ruhe. Erzähl mir doch mal, was los war. Ich stand hier und hab nicht weiter viel gemacht. Und da sehe ich diesen ultrascharfen roten Sportwagen, wie er über den Hügel kommt. Boy, guck dir das an, sag ich. Und geh rüber und will ein bisschen näher gucken. In dem Moment kommt Fitzy aus dem Pub geschlossen und reißt mich fast um. Egal, er rennt jedenfalls raus auf die Straße. Und das Auto kommt direkt auf ihn zu. Es war zu schnell für den Arm halten, Fitzy. Ich bin tierisch reingedonnert. Er fliegt durch die Luft. Oh, Kerl, sag ich. Der Typ ist platt. Im nächsten Augenblick hüpft der Fahrer aus dem Auto und ich wollte meinen Augen nicht glauben. Er war wie ein verdammter Leprechaun-Kobold angezogen. Shit. I think
The murder has just... Yeah, killed his second, well actually, fourth victim. Hatte dieser Kobold eine Narbe im Gesicht? Keine Ahnung. Der Typ hat so eine blöde Maske getragen. Hm. Sind Sie ein Spezialagent? Da muss ich dich leider enttäuschen. Nein. Was he still alive when he... After he was run over. Ist Fitzgerald etwas runtergefallen, als ihn das Auto erwischte? Ich hab nichts gesehen. Das ist alles viel zu schnell gegangen. Or you could have asked... Well, okay. Apparently George doesn't really care much about the health of Fitzgerald. Bis später dann. Okay, Mister. So it seems that we were too late. Aha, something has changed. This case has fallen off. Ich drücke den Schalter nach unten, was damit endet, dass er abbricht und ich ihn in der Hand halte. Aha. Das Auto des Leprechauns hat die Plastikabdeckung zerbrochen. Darunter kann man einen Schalter sehen. Eine Falltür im Gehweg. Der Abfluss ist mit einem Eisengitter. Okay, there's nothing lying on the street. Es ist unmöglich, den Schalter wieder in die frühere Stellung zu bringen. Ich versuche, den Schalter mit dem Werkzeug umzulegen, aber dafür ist der Schlüssel einfach zu groß. I thought so. Should probably inform the others that Fitzgerald has been possibly killed. Let us talk to the man of the highest intelligence. Entschuldigung, Mr. O'Brien? Hallo, was jetzt? There has been an accident, well, of sorts. Der Junge hat mir erzählt, dass Fitzgerald von dem Auto weggebracht wurde, das ihn überfahren hat. Maguire erfindet immer wilde Geschichten. Ich weiß wirklich nicht, wo der die immer her hat. Fernsehen nehme ich an, oder Comics. Wenn ich sie wäre, würde ich alles, was er von sich gibt, mit reichlich Vorsicht genießen. Maguires Geschichte über das Auto klang mir sehr plausibel. Er sagt, der Fahrer war wie ein Leprechaun-Kobold angezogen. Der Junge hat nichts als Flausen im Kopf. Sagt Ihnen dieses Handtuch etwas? Klar, ist eines von Learys Handtüchern. Wollen Sie es etwa klauen? Nur ausleihen, wenn Sie es so genau wissen müssen. Also dann bis später. Hey. Und hallo, Mister. I just see a leprechaun. Was wissen Sie über Kobolde, Doyle? Kobolde? Reden Sie über die Leprechauns? Das kleine Volk? Klar. Eine Cousine von mir hat einen davon geheiratet. Oh, bitte, soll ich Ihnen das echt abnehmen? Ich sag die Wahrheit, sage ich. Sie ist in einem Feenring eingeschlafen, wissen Sie? Und als sie aufwacht, da war er da, der kleine Kerl. Ganz in Grün. Erzählen Sie mir mehr über Ihre Cousine und den Kobold. Oh nein. Also, Mary war sprachlos. Ganz besonders, als der Leprechaun-Kobold sie angesprochen hat. Heirate mich, mein Liebling, sagt er. Und dir wird es nie an Reichtum mangeln. Okay, sagt sie. Und er streift ihr einen Ring aus Gänseblümchen über den Finger. Amen. So. Und das ist er. Der Beweis, dass das kleine Volk existiert. Das ist kein Beweis. Dafür gibt es nur ihr Wort. Gar nicht wahr. Im nächsten Frühjahr hat sie ein kleines Baby gekriegt.
Hat sich das Versprechen des Kobolds als wahr erwiesen? Was für ein Versprechen denn? Dass sie für immer reich sein würde. Ah, das ist das Seltsame daran. Sie ist reich geworden. Ich dachte, sie lebt von der Fürsorge, Pat. Das stimmt, Mr. O'Brien. Aber es gibt Reichtum und Reichtum. Sie hat es mir gesagt. Pat, sagte sie, der kleine Junge ist der größte Schatz, den es für mich auf dieser Welt gibt. I've stolen your towel. Was halten Sie von diesem Handtuch? Schönes Stück Stoff. Und ich kann das beurteilen. Das stammt aus den Truhen des Vatikans, höchst selbst. Ich habe es hier auf der Bar gefunden, unter Ihrem Ellenbogen. Kam mir irgendwie bekannt vor. Okay. Dann mal tschüss. He doesn't actually mind. And when we come back, folks, we will try to find out whether anyone in this room actually minds that Sean Fitzgerald has been run over by a car. So until next time, folks, until then.